Herr Esteban, dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Hey, Commander. Ich wusste, dass Udina ein Dreckskerl war. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so mies ist. Dieser ganze Krieg ist loco. Begreifen die denn nicht, dass wir alle zusammenarbeiten müssen? Wenn Leute Angst haben. So. Schon mal denn hier? Wozu das Ganze? Und nur damit Sie es wissen, wenn es um Politiker geht, lautet meine Philosophie: erst schießen, dann fragen. Soll mir recht sein. Aha. Kanala Export. Meine Kasse. Also was mir hier alles hier ist, ja. Krass. Aber wo kriege ich so ein Kackrohr her? Hier gibt's ja nur Waffen. Hier ist nix. Ohne was haben wir hier? Boah, ich dachte gerade schon wieder, ne? Okay. Sehr doof. Wir können ja die auch mal ein bisschen aufpimpen. Ja, die kostet mir 1008, komm, leck Arsch. So. Gibt's denn hier hinten? Verbackte Grafik. Wo ist denn der andere Typ? Was ist er denn? Hier hinten stehen auch zwei rum, mal wieder. Die stehen irgendwie dauerhaft hier. Da ist er. Oder habe ich mich gerade verguckt? Ja, habe ich. Ja, wo ist er denn? Hier sind die zwei, aber wo ist, Dings, Kollege? Ach, hier. Cortez. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig, aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind? Keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten sie sich freinehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Wie soll ich denn bei dem Ton Nein sagen? Gar nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Kampfeinsatz auf die Citadel fliege. Das mit Udina ist unfassbar. Ein tolles Beispiel für die anderen Spezies, was? Jep. Kannst du mal sehen. So, gehen wir mal wieder aufs Crew-Deck. Ich bin hier nur am Rumlatschen gerade, ne? Merkt ihr das irgendwie? Stundenlang gerade schon, irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so. Tut mir leid, aber ich will das einfach machen. Das ist so ein Ding. Ich mach's gern. Und das ist nun mal ein Let's Play und da macht man nun mal alles. Was man so. Oh, machst du hier? Was für ein Tag, Shepard. Udina dreht durch, fast fällt die Citadel.
Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Ich weiß, was passiert ist. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Nee. Wohl nicht. Sobald wir unsere Freunde töten, wird aus dem Krieg Mord. Aber der Krieg gönnt uns nicht immer einen Ausweg, oder? Wenigstens ist Ash jetzt nicht bei Kaidan. Hoffentlich passt er auf uns auf. Es war auch sein Kampf. Es ist gut, dass Ash wieder da ist. Wir können jede verbündete Waffe brauchen. Yep. So. Na. Das ist ein Kerl? Das ist doch kein Kerl. Ashley ist doch kein Kerl. Also wenn das ein Kerl ist, dann... Also... Weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz... Gehen wir mal die Räume hier durch. Ich glaube, hier ist nix. No. Da ist zu und hier ist nichts. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Das ist hier der größte Bereich auf dem ganzen Schiff überhaupt, deshalb bin ich hier. Was? Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Was ist man hier? Tonmitschnitt. Okay. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Oh, sehe ich aber auch so. Ich sehe mich auch gern wieder. Jupp. Hä? Ach, das war das. Okay. So, dann hier mal aufs Deck. Dum, 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 dum. Das ist ja gar nicht. Ich verwechsel es jedes Mal, ne? Das ist gar nicht das Deck. Das Deck ist hier ganz woanders. Das ist eine Etage höher. So. Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Ja. Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen. Die medizinische Kannst du dich mal umdrehen, bitte? Aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar Hallo? Haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir genau. Sollte sich eigentlich umdrehen. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge sind Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also nicht warum? Nicht. Aber Sie sind Commander Shepard, die Heldin. Sie könnten sie überzeugen. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Durch den Zugriff auf ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigates... Jetzt bewegt sie sich. Alter, was war denn das jetzt? Es wäre für alle von Vorteil, wenn sie einen Tauschhandel von medizinischen Vorräten mit den Citadel-Flüchtlingen organisieren könnten. Also... Sie müssten ihn bei den Docks finden. Bei den Docks ist Taktis und mit dem muss ich dann sabbeln. Was haben wir hier?
Blutbad. Habe ich das gekauft? Jetzt habe ich es gekauft. Oh, jetzt habe ich es zweimal gekauft, oder wie jetzt? Ja, genau. Ich werde schon irgendwo Knete wieder herkriegen. Oh, keine Ahnung. Egal. Also. Fahrstuhl, Kampf, Informationszentrum und auf zur Citadel schon wieder. Alter, was? Na, ich nehme meine ganzen Nebenmissionen, ne? Tja. Ich mach's halt gern. Ich weiß nicht, ich laufe lieber gern rum, als irgendwelche Hauptmissionen zu machen und da. So. Wie jetzt? Der ist am Dings. Ist jetzt? Ist das überhaupt hier? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier ist ja Dings. Die Turianer werden es schaffen. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben Sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Als ich bei Cerberus war, unterstützten sie die Hilflosen. Heute sind sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass sie ihnen in den Arsch getreten haben. Und dass Ash den Norman die Test, dass man seinen Commander nicht erschießt, mit Bravour bestanden hat. Seien Sie nicht so streng mit Ash. Sie hat viel durchgemacht. Ja, wie die Waffe gegen einen vorgesetzten Offizier zu erheben und beinahe den Rat umzubringen. Das macht sich im jährlichen Leistungsbericht gar nicht gut. Oh, relativ. Commander? Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Edie? An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Sie sagten, Sie hätten auf abstrakte Sozialfragen keine verlässlichen Antworten. Also habe ich geschwiegen. Mir war nicht klar, dass das zum Dauerthema wird. Schießen Sie los. Es geht um Folgendes. Trotz Ihrer angeblichen Intelligenz sind die Reaper leichter zu vernichten, als Sie glauben. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Sie wurden für einen Zweck erschaffen. Sie müssen also nur ihre Schöpfer fragen. Aber mich hat Cerberus geplant. Und ich diene nicht länger ihren Zwecken. Cerberus wollte ursprünglich der Menschheit im Kampf eine Chance verschaffen. Das wäre im Moment doch ein gutes Ziel. Ressourcen und Prozessorleistung dafür wären enorm. Glauben Sie, ich würde das als lohnend empfinden? Sie würden mir damit einen Gefallen tun. Ich wäre ein schlechter Husk. Was wäre dabei eigentlich anders als jetzt? Es wäre nicht nur Dienstbarkeit. Sie würden den Unterschied merken. Es würde Ihre Haltung dazu ändern. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Verstehe. Interessant. Diese Technik ließe sich für jedes Ziel anwenden. Ich werde meine Programmierung noch nicht ändern. Aber ich werde über ein lohnendes Ziel nachdenken. Das wäre dann für den Moment alles. Danke, Shepard. Also. Alles okay bei Ihnen und Ashley? Ihr letztes Treffen mit diesem Körper war eher unangenehm. Ich habe ihr die Situation erklärt. Sie kommt damit zurecht. Gut. Commander? 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 Jo, okay. Wir sollen wieder auf die Citadel. Ey, es ist da jetzt zum Heulen. Aber erstmal soll ich ja mit Dings quatschen. Wie heißt der? Dingens. Wo ist denn das? Videoleitung.
4. Oh, andere Seite. Aber ich muss hier lang. Das ist schon richtig. Ich muss einmal komplett durch. Commander? Einmal zip. Zip. Darf ich jetzt mal? Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Videoleitung. Wo war denn Videoleitung? Ja, hier auf der anderen Seite, ne? Hat die doch zumindest gesagt. Yep. Shepard, freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turianer und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Den Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist es? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tigel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kai Leng war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Leng ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende. Okay. Na dann, wenn das so ist. Was war das hier nochmal? Okay, das war das. Also, wir sollen ja wieder auf die Citadel. Boah, irgendwie nervt schon, weil ich euch ja nicht nur damit langweilen will. Aber ich persönlich will dort halt hin, weil ich habe halt lieber Gespräche anstatt anderen Kack. Commander? Also Citadel. So. Citadel.